Und wir haben jetzt zwei Buslinien, wenn ich es richtig im Kopf habe. Einmal die blaue, einmal die gelbe. Und dann können wir noch eine rote machen. Klar, das ist. Aber die würde ich dann wahrscheinlich sogar. Also ich mache immer eine Buslinie, wenn man mehrere Inseln hat. Eine Buslinie verbindet die Inseln miteinander. Eine andere. Oder die anderen, die laufen innerhalb dieser Inseln ab. Und es gibt halt immer eine Haltestelle, wo die sich treffen. Jetzt bauen wir noch keine andere Insel. Das wird wahrscheinlich in naher Zukunft verfolgen, wenn wir hier das Stück Land dazu kaufen. Das schaut schon sehr vielversprechend aus da hinten, das ganze Gebiet. Aber haben wir noch nicht. So, wir können hier jetzt schon mal das Gebiet wieder plätten. Ach Gott, ja genau, das war das Thema. Moment. So. Dann war das hier das Gebiet absenken. Und da braucht man mit den hier und mit Plus, genau, kommt mir das Gebiet vergrößern. So, da ging immer viel Geld drauf. Wenn wir hier wieder ein bisschen Boden abgetragen hätten. Und so Späßle. So, wir machen das jetzt erstmal ein bisschen runter. Und dann gleichen wir das Gebiet an. Ich sehe aber schon, das ist rekordverdächtig, was da an Geld drauf geht. So. Das ist jetzt so meine grundsätzliche Form. Und dann machen wir hier angleichen. So, müssen wir bloß schauen, dass wir hier irgendwie einen Konsens finden. Dann schaut das Ganze wesentlich, ich sag mal, homogener aus. Ja, mal schauen, ob wir das nicht vielleicht noch größer hinbekommen. Ja. Und das tut, weiß ich nicht, was es macht. Oder halt so. Ah, das ist das, was ich gesucht habe. Das ist so dieses Smooth-Tool. So. Ja, es ist schon. Ah ja, wir haben kein Geld mehr. So schnell kann es gehen, Leute. So schnell kann es gehen. Aber jetzt schaut das hier wieder einigermaßen natürlich aus. Also, es wird langsam. Da wird jetzt hoffentlich Wasser reinfließen. Wir können es ja ein bisschen beeinflussen, auch wie es Wasser fließt, theoretisch. Indem wir das Terrain einfach formen. Und diese Straßen, die sind der Tod eigentlich. Ich habe da schon eine Idee. Normalerweise, wenn ich hier jetzt... Genau. Machen wir einfach mal Einbahnstraßen hin. Gut, gut. Dann hätten wir es auch schon. Und dann haben wir hier so eine Art Ringstraße. Und schon fließt der Verkehr in geregelten Bahnen. Finde ich. Erinnert mich an das Ameisen-Video. Gibt es ein Video? Da laufen die Ameisen im Kreis um ein iPhone herum, wenn das zum Klingeln anfängt. Das ist... Ich fand das ganz witzig. So, wir müssen schauen, dass wir bald wieder Energie Haushalt aufbessern. Und, ja. Jetzt haben wir aber erstmal hier das Problem, dass hier irgendwie der Dreck natürlich weg muss. Das wird unsere Wasserqualität nicht wirklich verbessern. Aber wir haben einige Häuser, die verlassen worden sind. Schauen wir mal. Okay, die restlichen hat es schon zerstört. Das Tool ist ganz praktisch. Dann hat man die nicht permanent um sich rum. Ups. Das war jetzt außerhalb des Fensters. So, schauen wir mal. Finden wir es noch? Ne, auch schon abgerissen. Okay.
Dann schauen wir mal weiter, was uns die Aufgaben noch so bringen. So. Wo geht denn jetzt dieses... Ah, das war das. Das Krankenhaus ist mittlerweile mit Strom versorgt, da bin ich mir ziemlich sicher. So, können wir das wieder abreißen und diesen Platz dafür nutzen, um da zum Beispiel Häuser hinzubauen. Oder halt Gewerbe. Gewerbe bietet sich ja geradezu an. Industrie will trotzdem hierher. Auch wenn wir es ihnen gerade nicht wirklich einfach machen. Sobald wir da hinten das Gebiet haben, haben wir auch kürzere Fahrtwege. Hier hinten, hier haben sie alle Probleme. Schauen wir mal, was für welche. Nicht genügend Käufer für die Produkte. Dafür kommt aber immer noch ganz schön viel Nachfrage von der Industrie. Kann ich jetzt auch nicht viel machen. Ich baue nur nach Nachfrage. Also, wenn die her wollen. Gefälle zu Steine schauen. Machen wir einfach mal so. Es wird ein Sonderteil, der wird die absolute Ausnahme sein. Der ist jetzt da einfach. Und soll die Nachfrage an Industrie befriedigen. Und können natürlich auch Bürogebäude bauen, was ich auch immer wieder tue, aber die müssen auch mit der Industrie im Einklang stehen. Hier kann man jetzt nicht beliebig viele Bürogebäude hinpflanzen. Ohne dass es dann irgendwelche Einflüsse zeigt. So, das ist Gewerbe. Dann wollen wir hier ein paar Bürogebäude haben. So, und dann schauen wir. Okay, Wasser ist da auf jeden Fall schon mal. Was haben wir noch? Parks. Parks brauchen wir auf jeden Fall. Parks sind oberwichtig. Also da nehmen wir jetzt die Plaza und bauen die auch mal irgendwo hin. So, damit wir auch ein bisschen Gewerbe ein bisschen abdecken. Noch einen kleinen Park oder sowas. Wo ist denn so ein kleiner Platz mit Bäumen? Das ist gut. Um da mal ein bisschen den Wohlstand anzuheben. Aber das hat jetzt anscheinend nicht so viel gebracht. Ich möchte auch eher reiches Gewerbegebiet haben. Aber okay. Fallen Dent. Also ein Zahn. Naja, aber die Gebäude passen irgendwie schon zum Strand. Das Big Bite würde aber auch zu einem Highway passen. Finde ich. So ein Highway-Restaurant. Wäre das. So eine Nachfrage an Industrie lässt jetzt stark nach. Haben die sich da hinten hingebaut, oder? Ja, sind es gerade dabei. Klar, hier kann man jetzt keine Einbahnstraße bauen. Das wäre auch ein bisschen irrsinnig. Aber wir sind ja nicht dafür da, um Einbahnstraßen zu bauen. Also nicht immer. So. Ja, was gibt's noch zu erledigen? Also wir haben jetzt hier natürlich schon ein bisschen gebaut. Und dann können wir natürlich den Innenstadtkern einerseits erweitern. Andererseits können wir auch versuchen, dass wir langsam mal in ein höheres Level kommen. Das wäre ja das, wäre ja der Traum. 55.000 Einwohner benötigen wir dafür. Das heißt also, Innenstadtkern ein bisschen erweitern würde nicht schaden. Jetzt haben wir natürlich immer das Problem hier, dass es ein bisschen enger wird. Dann nehmen wir aber auch die schönen Straßen. So.
Hier passt es komischerweise und hier passt gar nicht. Okay. Jetzt schauen wir, dass wir hier natürlich auch Wasserversorgung haben. Ohne Wasser ist es immer schwierig für die Einwohner, sich mit der Gegend anzufreunden. Das würde ich auch nicht wollen. So eine wasserlose Lebensweise ist jetzt auch nicht so mein Fall. Deswegen geben wir den Einwohnern natürlich auch Wasser. So, hier noch und hier noch und da. Dann kommt hier ein fettes Gewerbegebiet hin. Hier kommt wieder Wohnen. Gewerbe kommt einmal noch hier rein. Und Wohnen kommt hier. So, dann bauen wir noch einen Park rein. So ein Park mit Bäumen passt auch hier nicht rein. Großen Spielplatz können wir aber unterbringen. Der würde sich hier perfekt anbieten. Und dann wollen wir einen kleinen Park haben, der passt hier irgendwo auch ganz gut rein immer. Dann bauen wir noch einen kleinen Spielplatz. Der passt auch hier hin. Dann decken wir das nämlich so ein bisschen ab, dass wir möglichst auf Wohlstand trimmen. Bringt uns was, die Gegenden schauen schön aus. Und jetzt schauen wir noch, dass wir irgendwie so friedhofsmäßig auch nicht schlecht ausgestattet sind. Da bauen wir einen von denen hier natürlich und Krematorium schadet nie dabei. Da kann man nämlich die Leichen auch gleich wieder loswerden. Dann wird das hier nämlich ganz. Dann wird das Ganze hier nämlich noch ein Stückchen attraktiver. An Gegend. Das haben wir natürlich hier relativ dicht gebaut. Aber 50.000 Einwohner kommen jetzt auch nicht aus Nächstenliebe hier. Haben wir da schon Wohngebiet? Ja, da haben wir Wohngebiet. Das war eine blöde Idee. Da bauen wir Bürogebäude hin. Damit wir das so ein bisschen aufteilen. Klar, weil hier ist es jetzt nicht mehr ganz so schön. Und dann möchte ich da jetzt auch niemanden zumuten zu wohnen. Ist halt auch mal so eine Sache. Möchtest du neben einem Müllkraftwerk wohnen? Nein, ich auch nicht. So, dann schauen wir mal, dass wir hier noch die Straßen verbinden. Dann haben wir hier nämlich auch noch den Vorteil, dass wir das Müllkraftwerk gut versorgen können. Und hier diesen Müll auch rausbringen. Das ist so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Um diesen Schandfleck ein bisschen zu touchieren, bauen wir hier ein bisschen Bürogebäude hin. Und da müssen wir schauen. Solange die noch nicht zusammengewachsen sind, brauchen wir da hinten den Strom manuell. Das wäre schon praktisch, weil ohne Strom geht leider echt wenig. Also hier fahren ganz schön viele Leute. Da rennen auch Leute. Achso, ja klar, ich habe ja auch schnellere Geschwindigkeit. Ich denke mir gerade so, wir sind ganz schön zügig unterwegs. Aber nein, sind sie nicht. Das passt alles, das hat seinen geregelten Lauf. So, so. Dann schauen wir mal hier. Gebäude bauen sich, das ist ganz gut. Das könnte auch gut am Strand stehen, diese Zypressenresidenz. Also am Strand natürlich... Wollen wir auch ein bisschen bauen, aber es ist auch so das Thema. Man muss auch schauen, wo was gerade passt. Und wir brauchen jetzt gerade viele Einwohner. Und da schaue ich dann doch eher mal, dass wir die in die Stadt klatschen, anstatt eher an den Strand. Im Strand, finde ich, passen so Einfamilienhäuser und so weiter ganz gut. Wie hier halt. Da haben wir ja ganz viele auch von gebaut. Da hinten. Da ist es noch ruhiger.
Boah, diese Sau schaut aber auch mal gar nicht schlecht aus, oder? Das hat was.